Ja, herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Und heute wollen wir Ihnen einmal etwas berichten über den presserechtlichen Unterlassungsanspruch. In einem vorangegangenen Video haben wir Ihnen eben gerade auch etwas über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Gegendarstellungsanspruch berichtet. In diesem Beitrag wollen wir uns einmal den presserechtlichen Unterlassungsanspruch genauer anschauen, welche Voraussetzungen er hat und wie er gerichtlich umgesetzt werden kann. Ja, der Unterlassungsanspruch im Presserecht ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Ansprüche, die man überhaupt geltend machen kann, weil man mit dem Unterlassungsanspruch das weitere Verbreiten von Tatsachenbehauptungen über die eigene Person unterbinden kann. Der Unterlassungsanspruch richtet sich in erster Linie gegen Tatsachenbehauptungen, das wollen wir jetzt hier auch einmal thematisieren. Das heißt, wenn die in der Presse oder in den Medien oder in sozialen Medien über sie berichtet wird und wenn es sich um Tatsachenbehauptungen handelt, die über sie berichtet werden, das heißt also tatsächlich auch tatsächliche Vorgänge, die abzugrenzen sind von Meinungsäußerungen, wenn also solche Tatsachenbehauptungen in der Presse verbreitet werden, und das ist jetzt hier ganz entscheidend, wenn diese Tatsachenbehauptungen falsch sind, also widerlegbar sind, ja, dann hat man einen Unterlassungsanspruch gegen die Presse, dass sie es zu unterlassen hat, künftig diese falschen Tatsachenbehauptungen ihnen gegenüber aufzustellen. Das heißt, ganz grundsätzlich hat der Anspruch zwei Grundvoraussetzungen, die immer gegeben sein müssen. Also erstens Tatsachenbehauptungen und zweitens die Tatsachen, die behauptet werden über sie, müssen falsch sein. Das ist eigentlich auch klar, denn keiner hat es grundsätzlich zu tolerieren, dass über ihn falsche Dinge in der Presse, in den Medien berichtet werden. Eben noch einmal ganz grundsätzlich abzugrenzen von den Meinungen, denn in unserem Land herrscht Meinungsfreiheit. Das heißt, Meinungen darf man sehr wohl äußern und in Bezug auf die Äußerung von Meinungen kann normalerweise jedenfalls auch keine Unterlassung verlangt werden, wenn diese Meinungen nicht in den beleidigenden Bereich, also zum Thema Schmähkritik, hinübergleiten. Dann muss man sie tolerieren, anders eben als die Tatsachenbehauptungen, wenn sie denn falsch sind. Hiergegen kann ich also presserechtlich vorgehen und denjenigen, der die Äußerungen tätigt, auch zur Unterlassung auffordern. Das geschieht mittels eines Anwaltsschreibens. Das heißt also, ich fordere den Gegner erst einmal auf, teile ihm mit, welchen Sachverhalt ich kritisiere, welche Meinungen insbesondere ganz dezidiert ich angreifen und welche Tatsachen ich dezidiert angreifen möchte, von denen ich auch weiter belegen sollte im Anwaltsschreiben, warum diese Tatsachen falsch sind. Der Gegner wird dann im Zweifelsfall auch noch eine Unterlassungserklärung mitgeliefert bekommen in diesem Anwaltsschreiben, in der er aufgefordert wird, diese Tatsachenbehauptungen so nicht weiter aufrechtzuerhalten und eine strafbewährte Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Wenn hierauf keine Reaktion erfolgt, dann kann der Unterlassungsanspruch auch in dem gerichtlichen Schnellverfahren des einstweiligen Rechtsschutzes weiterverfolgt werden. Das heißt, Sie können eine einstweilige Verfügung beantragen, müssen allerdings in diesem Zusammenhang schnell sein, denn einstweilige Verfügungen kann man bei den meisten Landgerichten nur innerhalb eines Monats nach Erkenntnis von der Rechtsverletzung beantragen. Danach könnte man den Anspruch nur noch in der langsamen Hauptsacheklage durchsetzen, was zeitraubend ist. Also, wenn über Sie in der Presse, in den Medien oder auch in den sozialen Medien falsch berichtet wird, mit falschen Tatsachen, dann haben Sie tatsächlich gute Chancen, sich dagegen zu wehren. Allerdings müssen Sie schnell sein. Ja, und wenn Sie einen solchen Fall tatsächlich selber haben sollten, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir bieten dazu eine kostenlose telefonische Erstberatung an.